Herzlich willkommen, liebe Podcast-Zuhörer und Zuschauer. Die 65. Ausgabe von Defi.jetzt heute mit unserem Co-Host oder Gründer Thor Alexander und ich als Gast und einen ganz besonderen Gast. Darüber freue ich mich, dass das heute mal geklappt hat. Max Hillebrand haben wir heute zu Gast und wir wollen uns mit ihm unterhalten. Was haben Bitcoin und Liberty in Our Lifetime miteinander zu tun? Was Liberty in Our Lifetime ist, der Kontext, da sagen wir später noch was dazu. Herzlichen guten Abend oder guten Tag, Max. Hallo. Ja, hallo dann alle Zuhörer. Ich freue mich auf das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Hallo Max, dann kommen wir gleich zur ersten Frage. Und zwar, wann hattest du deinen ersten Computer im Zugriff? Ja, gute Frage. Ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, was man als Computer definiert. Ich hatte diesen Palm Reader, das kleine Handgerät von meinem Vater damals bekommen. Oder dann die ersten Nokia-Telefone und so weiter. Und wir hatten einen Familiencomputer, einen alten Windows 95 graue Maschine, bis dann irgendwann der erste Laptop kam. Und da war ich vielleicht, was weiß ich gar nicht, 12, 13 Jahre alt, Pi mal Daumen. War auch lang nur sowas, um ja, ein bisschen in Word und PowerPoint rumzuspielen oder ein paar Computerspiele zu spielen. Aber dann ja, wirklich tiefer in die Computertechnologie eingestiegen bin ich dann vor 7, 8 Jahren rum. Ja, da bist du einer von der, würde ich sagen, von der jüngeren Garde, der Thor und ich. Wir sind schon ein bisschen älteres Alter. Wir haben noch MS-DOS kennengelernt und die Vorgänger von MS-DOS, CPM. Aber egal, wir sind kryptointeressiert. Und ja, kannst du uns was zu deinem Krypto-Werdegang kurz erzählen? Oder wollen wir das nachher auf die Bitcoin-Fragen verschieben? Ja, sehr gerne. Also ich habe mich schon lange für Ökonomie interessiert und unter anderem auch die österreichische Schule und habe dann das erste Mal so um 2012 rum von Bitcoin gehört. Es aber noch ein bisschen abgetan, weil einige Ökonomen eben gesagt haben, dass digitales Basisgeld unmöglich ist, weil in der digitalen Welt es keine Rarität gibt. Ein sehr, sehr schlüssiges Argument und dann eben schnell davon mal abgeraten. Und später hat mich dann ein Kollege in die Free- und Open-Source-Software-Welt eingeführt und hat mir geholfen, Linux oder Debian zu installieren. Kurz danach später, rund 2016, ist mir dann Bitcoin wieder über den Weg gelaufen. Und als es dann diese zwei fundamentalen Säulen gab, die Ökonomie und die Computertechnologie, da hat es dann wirklich Klick gemacht, dass ja, ein digitales Basisgeld wäre eine krasse Errungenschaft und Bitcoin mit seiner Peer-to-Peer- und Open-Source-Natur hat durchaus eine Möglichkeit, als digitales Basisgeld zu agieren. Und seitdem hat es mich dann sehr hart das Bitcoin-Rabbit-Hole runtergejagt. Und es macht auch nach wie vor noch sehr viel Spaß. Ja. Interessante Antwort, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Kommen wir aber gleich zur nächsten Frage. Mal sehen, was du da jetzt sagst. Wie würdest du DeFi definieren? Dezentrale Finanzen? Ja, im Sinne von, dass man peer-to-peer, ne, ohne zentralen Mittelsmann Finanzinstrumente abbilden kann. Also das sind sowas wie Schuldscheine, wie Eigenanteile, Aktien, oder dann Derivate etc. Also so vieles, was man eben aus der klassischen Finanzwelt kennt, aber eben ohne Vertrauen, ne, und mit sehr hoher Sicherheit, sodass niemand mit deinem Geld abhauen kann. Und dich auch niemand aufhalten kann, diese Verträge einzugehen. Das ist für mich die zentrale Finanzsystem. Du meinst mit Sicherheit systemische Sicherheit, die dir dann diese elektronische Lösung bietet. Denn ich sag mal, selbst wenn du dann ein Seed oder sowas hast, dass jemand dann doch mit einer Baum, mit einem großen Baum neben dir steht und sagt, naja, ich will dir was tun, dagegen kann man natürlich, dagegen ist man auch nicht befreit. Ne? Ja, ganz klar. In all diesen Sicherheitssystemen gibt es gewisse Annahmen, die man treffen muss. Ja, und eine der großen Annahmen ist die Annahme der Resistenz, ja, dass man eben seine Geheimnisse nicht aufgibt. Und das ist essentiell wichtig für jedes Sicherheitssystem,
Ja, sei das Bitcoin, sei das DeFi oder auch in der klassischen Welt. Ne? Wenn du einen Safe hast mit deinen Aktienpapieren oder Goldmünzen im physischen Safe, aber du gibst dem Angreifer den PIN-Code zum Safe, dann bist du natürlich nicht mehr sicher. Also hier jede Technologie hilft und unterstützt die Menschen, ne, selbst die Sicherheit für sich zu begreifen und Widerstand zu leisten. Ne? Aber wenn das die Menschen eben nicht tun, dann kann keine Technologie dir helfen. Und du hattest gesagt, ohne Vertrauen, da muss ich mal ein bisschen Einwand machen. Ich bin schon der Meinung, dass man da Vertrauen braucht, und zwar in die Technik. Du brauchst jetzt kein Vertrauen in einen Mittelsmann, weil es keinen gibt, aber in die Technik, in die Programmierer, in das Netzwerk, dem muss ich dann schon vertrauen. Naja, ich glaube, da kommt eben der Aspekt von freier und offenen Software dazu, ne? Dass man die Möglichkeit hat, den kompletten Quellcode zu verifizieren und auch wirklich herauszufinden, ne, per Computerlogik, was denn hier vor sich geht. Na, man hat vielleicht nicht die Skills und die Möglichkeiten, das selbst zu tun, ja, aber niemand hält dich davon auf, das zu lernen. Ne? Und das ist eben das Interessante, dass man die Möglichkeit hat, voll zu verifizieren. Natürlich machen das die wenigsten. Ne? Aber allein, dass es die Möglichkeit gibt und dass es jeder auf der Welt tun kann und dann auch jeder auf der Welt groß Alarm machen kann, wenn dann hier ein Fehler oder eine Backdoor im Code eingebaut ist. Also in diesem Sinne ist für mich freie Software eben ein fundamentaler Grundbaustein von DeFi. Also wenn ein DeFi-Projekt Closed Source ist und man weiß nicht genau, was der Quellcode ist, dann ist es für mich nicht DeFi. Aber Gutes ja, Argument, gutes Argument. Ja. ich stimme dir zu, Max, aber noch einen anderen Umweg. Der Punkt ist, das Problem ist ja, viele Neulinge schaffen es ja nicht in Bitcoin rein. Also die ganzen Skeptiker, die alle noch draußen sind. Man kann ja heutzutage nicht mehr sagen, dass da keiner was davon gehört hat von Bitcoin. Und ich denke mal, bei den vielen, die sich nicht trauen, sich damit zu beschäftigen oder da reinzugehen, ist halt mangelndes Vertrauen. Also in dem Ja, Fall das auch. würde ich schon sagen, dass Vertrauen wichtig ist. Und klar kann ich den Quellcode, ich könnte den auch unter Umständen lesen. Aber am Anfang vertraue ich erstmal, dass das irgendjemand anders gemacht hat, dass das sauber ist, dass das nicht gegen mich arbeitet. Und irgendwann später kann ich da mal ein bisschen, wenn ich Langeweile habe, wenn ich motiviert bin, mich da in den Kaninchenbau tiefer reinwagen und das auch tun. Ja, durchaus. Ne? Vor allem als Anfänger in so ziemlich jedem Bereich muss man vertrauen auf die Leute, die als Vorreiter da sind. Ne? Aber wie gesagt, die Möglichkeit zu verifizieren ist wichtig. Ne? Man sagt im Englischen, don't trust, verify. Aber mir gefällt da der deutsche Jargon mit Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen besser gesagt und eben auch das unterstützt dein Argument, Tor, hier. Dass ja, Vertrauen ist okay, und man muss vertrauen, um verschiedene Technologien nutzen zu können. Aber Kontrolle ist einfach besser. Ja, und die Ja. Möglichkeit, kontrollieren zu können, ist eben sehr essentiell. Ja. Dieser Ansatz, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ist ja nicht neu. Ne? Den gibt es ja nicht erst seit Bitcoin, sondern ich glaube, dieser Spruch, der stammt ja nicht aus dem Römischen Reich sogar. Das hängt ja auch mit den byzantinischen Generälen zusammen. Ne? Und ein bisschen, weil das ja ein mathematisch lange Zeit ungelöstes Problem war. Aber trotzdem, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also ich glaube, irgendein römischer Kaiser oder hat das mal gesagt. Weißt du, wisst ihr da mehr? Aber woher das genau kommt, bin ich mir nicht sicher. Nein. Na gut, dann kommen wir mal zu den 1000 Euro. Du bekommst 1000 Euro von uns, allerdings nur hypothetisch. Und in was tauschst du sie? Wahrscheinlich in Developer-Leistung. Ja, wir haben sehr, sehr viele Probleme zu lösen und am besten, ne, Cyberpunks schreiben Code. Und weil ich selber keinen Code schreiben kann, stelle ich gerne die Leute an, die Code schreiben. Und dementsprechend hier gerne in Privatsphäre oder Freiheitstechnologie hier zumindest ein bisschen weiter vorankommen. Ich glaube, das hat den größten Impact für die Menschlichkeit. Das ist interessant. So eine Antwort hat man auch noch nicht, aber das heißt ja, dass du offensichtlich mit Leib und Seele ein Bitcoiner oder Krypto-Enthusiast bist.
der all sein Geld oder das, was da ist, zur Lösung der monetären Probleme, also ich sage jetzt mal kryptomonetären Probleme, aufwenden würde. Interessant. Ja, da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Welche Kryptoassets findest du gut und warum findest du diese gut? Für mich ist mit großem Abstand Bitcoin das interessante Asset in diesem Markt. Weil Bitcoin immer einen radikalen Fokus hat, gutes Geld zu sein. Und ich glaube, das aktuell mit Abstand größte Problem der Menschheit ist schlechtes Geld. Schlechtes Geld ist auf jedem Kontinenten, in jedem Land. Und die Konsequenzen von schlechtem Geld, das gestohlen werden kann und inflationiert werden kann und überwacht werden kann, die Konsequenzen sind so unbeschreiblich drastisch, dass wir alles in unserer Macht tun sollten, um diese Übeltat zu beenden. Und hier hat meiner Meinung nach Bitcoin alles, wenn man alles holistisch ansieht, die einzige oder die größte Chance, einen langfristigen Unterschied zu machen. Und es gibt dann ein paar wenige Projekte, die versuchen, auf Bitcoin zu verbessern. Ich glaube, hier am nennenswertesten ist zum Beispiel Monero oder eventuell Zcash, ja, die eben fundamental eines der größten Probleme von Bitcoin, und das ist die Privatsphäre oder die Anonymität, verbessern wollen. Allerdings, was man hier sieht, ist, dass in dem Versuch, das Konzept von Bitcoin auch nur ein bisschen zu ändern, um zum Beispiel mehr Privatsphäre zu schaffen, das kommt mit extrem vielen Trade-offs und Downsides. Ja, dass zum Beispiel die Monero-Transaktionen zu verifizieren, dauern um einiges länger und braucht einiges mehr Rechenleistung als Bitcoin-Transaktionen zu verifizieren. Ja, und Bitcoin ist kein System, um Transaktionen zu machen. Ja, Transaktionen zu machen war schon seit langer Zeit möglich im Internet. Ja, die Transaktionen zu verifizieren, das war der kritische Punkt, den Satoshi herausgefunden hat. Ja, im Bitcoin-System muss jede Person jede Transaktion von jedem anderen verifizieren. Und nur unter diesem Aspekt funktioniert Bitcoin auch als Basisgeld, eben ohne Vertrauen. Ja, und das ist mit sowas wie Monero oder Zcash um einiges komplexer als mit Bitcoin. Ja, und dementsprechend auch im Angesicht mit, wie wir die Privatsphäre auf Bitcoin in anderen Bereichen enorm verbessern können zum Status quo, glaube ich, dass eben Bitcoin selbst mit diesem großen Gegenpunkt der Privatsphäre und der Skalierbarkeit inzwischen sehr fundamental starke Lösungen hat. Und Bitcoin ist deswegen für mich der große Fokus, ne? Das ist jetzt interessant, dass du Zcash und erwähnst. Welche von beiden findest du denn besser? Weil von Zcash habe ich jetzt lange nichts mehr gehört. Zcash hat eine sehr, sehr interessante und fundamentale Lösung zum Privatsphärenproblem. Fast ja schon die beste Lösung. Ja, allerdings hier der Nachteil ist mit der Geldtheorie, ne? Es gibt hier eine Inflationssteuer, die dann dem Gründungsteam zugeschrieben wurde. Ja, also das Gründungsteam hat einen großen Anteil der Geldmenge von Anfang an bekommen und bekommt auch jetzt noch 10% oder so der neu ausgegebenen Coins. Ja, und das ist was langfristig zu sehr, sehr großer Fehlallokation von Ressourcen führen wird. Ja, und das hat Bitcoin um einiges mehr elegant gelöst. Ja, jeder hatte die Möglichkeit, Bitcoin von Anfang an zu minen, und keine Person hat ein Monopol, die neu geschürften Bitcoin als Erster zu bekommen. Das ist, wie gesagt, das größte Problem des Geldwesens, die Inflation. Und Bitcoin hat das fundamental gelöst, während Zcash eben nicht. Monero hat im Vergleich zu Zcash einige Skalierungsvorteile, und daher, dass es auch, ich sage mal, ein fundamental neues System ist, also nicht nur eine Fork von Bitcoin, vom Bitcoin-Protokoll, ne, sondern wirklich ein neues Protokoll mit neuen Eigenschaften, ne, ich glaube, Kryptonite, ja, heißt das Protokoll, hat es auch nochmal, ich sage mal, ein Black Swan-Vorteil im Sinne von, wenn wir einen kritischen Fehler in Bitcoin herausfinden, wird der auch mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zcash vorhanden sein. Aber weil Monero eben von Grund auf ein neues Protokoll, eine neue Softwareimplementierung ist, ist es wahrscheinlicher, dass ein kritischer Fehler in Bitcoin nicht im Monero-Protokoll vorhanden ist. Nun ist ja die Frage, du hattest ja gesagt, Zcash nutzt ja in Anfängen Zero-Knowledge-Proof-Technologie und Monero so ein bisschen Ring-Signaturen.
Was von beiden Technologien bezogen in Bezug auf die Anonymität und Leistungsfähigkeit, sofern du das einschätzen kannst, da hältst du für optimaler oder zukunftssicherer? Ja, die Zero-Knowledge-Technologie von Zcash führt dazu, dass wenn man eine Münze ausgibt, weiß der Verifizierer nicht, welche Münze es ist. Es könnte jede Münze sein, die jemals generiert worden ist. Ja, das heißt, du hast ein Anonymitätsset der gesamten Nutzer des Geldsystems, was theoretisch perfekt ist. Ja. Bei Monero und den Ring-Signaturen ist es so, dass man für jede Münze, die man ausgibt, ich glaube, aktuell sind es 12 andere Münzen, dazu nimmt. Ne? Das heißt, man hat ein Anonymitätsset von 12 anderen Münzen, und das sind eben nicht all die Münzen, die generiert worden sind in der Vergangenheit. Und dementsprechend ein kleineres Anonymitätsset und manche Angriffsmöglichkeiten werden hier neu aufgedeckt. Einfach weil die Gruppe der möglichen Interpretationen kleiner ist, als es beim Zcash-Protokoll, der Fall ist. Nun gibt es ja auch eine Chain, zum Beispiel eine Zero Knowledge Proof Blockchain, die heißt MINA-Protokoll. Was hältst du von dieser zurzeit irgendwo zwischen Platz 60 oder 70 in der Reihung der Bitcoin, Quatsch, der Kryptowährungen oder der Blockchains? Noch nie davon gehört. Du sagst mir das gerade zum ersten Mal. Von Okay. dem her, dass eben mein Fokus sehr stark auf Bitcoin ist, bin ich sehr ignorant, was die anderen Coins angeht. Einfach weil, ja, der Tag hat wenig Stunden. Man muss sich auf was fokussieren. Absolut. Ja, und da kommen wir gleich zum Bitcoin-Kontext. Wie war denn im Detail? Wie bist du denn im Detail zu Bitcoin gekommen? Bestimmtes Erlebnis oder und wie war dein Weg dann? Du sagtest so 2012 vorhin, aber wie war konkret dann dein Weg ins Rabbit Hole? Ja, so 2012 eben auf Mises.org einige Artikel gelesen über Bitcoin, wo eben hier ja, argumentiert worden ist, dass Bitcoin nicht das Regressionstheorem von Mises ja, bestätigt. Ja, und das war ja, eben genug für mich, um zu sagen, ja, okay, dann schaue ich mir das nicht an. Ja, und es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis in 2016 ich ein Video vom Andreas Antonopoulos angeschaut habe. The Bubble Boy and the Sewer Rat, ne? Also ja, der Ballonjunge und die Kanalratte. Im Sinne von, wenn man so eine Helikoptermutter hat, die versucht, dann das Kind so steril wie möglich zu halten, ne? Von jeder Gefahr fernzuhalten, ne? So wie der Buddha damals ja, Palast seines Vaters für ewig alt wird, ohne groß zu leiden und so weiter. Das Problem ist, das funktioniert gut, solange bis jemand eben die Blase platzen lässt und dann auf einmal die Viren und die Angreifer kommen und das Kind null Immunsystem hat. Ja, und dann ist der Bubble Boy eben sehr schnell tot, weil er eben so steril war, ja, und sich nicht vorbereiten konnte auf den Angreifer. Die Kanalratte auf der anderen Seite ist eben, die frisst den ganzen Tag nur Scheiße. Ne? Und das heißt, dass eben sehr viele Bakterien, Viren und Angreifer sich ständig bombardieren. Und das Tolle ist, ne, man gewöhnt sich dran. Und das heißt, dass es dann auch selbst wenn ein größerer Angreifer kommt, hat eben die Kanalratte eine sehr große Chance zu überleben, weil sie ja so ziemlich alles gewohnt ist. Ja, und das ist Bitcoin, ja, im Vergleich. Ja, das Fiat-System ist der Bubble Boy, der von den ja, Politikern und Geldtheoretikern so steril wie möglich gehalten wird. Ja, und wir dürfen ja nicht internationale Geldflüsse haben und es muss die Geldmenge absolut kontrolliert werden, ja, und manipuliert werden. Denn nur so können wir alles steril und sauber und stabil halten. Das funktioniert super. So lange, bis es halt eben zu einer Finanzkrise kommt, ne, wo die Fehlallokationen aufgedeckt werden und dann ist auf einmal das komplette System kaputt. Ne, während Bitcoin eben absolut ein offenes Netzwerk ist, jeder kann dazukommen, jeder kann versuchen, mehr Geld zu drucken, die Regeln zu brechen, das heißt aber, dass es immer stärker wird. Ja, und wir sehen jetzt, dass Bitcoin nach naja, über fast ja, 15 Jahren inzwischen einfach nach wie vor gigantisch stabil ist. Ja, und das liegt daran, dass es eben ein offenes Peer-to-Peer-Netzwerk ist, wo jeder Angriff ständig passiert und dementsprechend die Developer schauen müssen, dass auch jede Angriffstür zu ist.
Und das ist zwar sehr viel Arbeit, aber wenn die Ratte lang genug überlebt, wird sie auch wahrscheinlich sehr lange dann überleben. Ja, und wie ging es weiter? Also am Anfang eben sehr viel meine Geldtheorie eingebracht in Bitcoin, unter anderem Videos gemacht, um das zu erklären. Also sehr viel über die österreichische Schule die Praxeologie hinter Bitcoin versucht zu erklären. Und dann aber mehr und mehr auch in die Technologie reingerutscht. Also gemerkt, dass eben die Cypherpunk-Philosophie von wir schreiben Code und wir veröffentlichen den für jeden auf der Welt zu nutzen, dass das eine unglaublich mächtige Art und Weise ist, Freiheit im Hier und Jetzt zu schaffen. Aber mit dem großen Problem, dass eben viele Leute ignorant sind über die Technologien, die es heutzutage bereits gibt. Und das heißt, jemand muss sie aufklären. Und wenn man Zugang oder Wissen über diese, ich sag mal, esoterische Technologien hat, dann hat man ja fast schon eine moralische Verpflichtung, das von den Bergen herunterzuschreiben und zu schauen, dass viele Leute eben sich mit dem Thema beschäftigen. Und das heißt dann viele Interviews mit verschiedenen Softwareprojekten gemacht, Erklärvideos, Interviews mit den Developern, ja, dann immer mehr in die, ich sag mal, Projektmanager-Richtung gerutscht, im Sinne von Bugs und Probleme in den Softwares gefunden und aufgezeigt und mit den Developern Research gemacht, wie man es verbessern kann. Und Marketing, viel Dokumentation, haben sich so ein paar Projekte herauskristallisiert, wie zum Beispiel BTC Pay Server oder die Cold Card oder Noddle oder hauptsächlich eben Wasabi Wallet, wo mich das Team dahinter und die Philosophie und die Technologie so überzeugt haben, dass ich dann ja, eben viel Zeit gewidmet habe, diese Projekte voranzubringen. Und dann inzwischen eben ja, Vollzeit im Bitcoin-Bereich unterwegs. Es gibt einiges zu tun, selbst. Lass dich mal kurz unterbrechen, Max. Du hast jetzt ein paar Begriffe verwendet und ein paar Projekte, die jetzt nicht jedem bekannt sind. Cold Wallet habe ich noch in Erinnerung, Wasabi Wallet und das BitPay-Projekt. Kannst du vielleicht zu den Projekten kurz noch was sagen und was dort deine Rolle war? Ja, also der BTC Pay Server ist eine Software, der auf einem Server gelaufen wird, wo man sehr einfach Bitcoin empfangen kann. Also man hat quasi einen Online-Store, wo jedes Mal eine neue Adresse generiert wird, um eben Zahlungen zu empfangen und das dann auch direkt zugeordnet wird mit einem Produkt, einer E-Mail-Adresse, Lieferadresse und so weiter. Und das war für mich so spannend, weil es kam so in dem Jahr 2017, 2018 raus, wo es eben einen großen internen Kampf in Bitcoin gab, die sogenannten Block Size Wars, um den es eben geht, wer bestimmt denn die Regeln von Bitcoin? Na, und einer der klassischen Zahlungsprozessoren, BitPay, hat eben versucht, all seine Nutzer die Regeln des Bitcoin-Netzwerks zu ändern und sie quasi so übers Ohr zu hauen. Und BTC Pay Server ist eben hier als eine Lösung entstanden, wo man selber als Händler volle Kontrolle über seinen Zahlungsverkehr hat. Ja, man lässt seine eigene Bitcoin-Fullnode laufen, seine eigene Lightning-Netzwerk laufen, und ist eben so unantastbar, ne, dass keine Firma auf einmal die Regeln des Geldes, deines Geldes verändern kann. Dementsprechend war das für mich super faszinierend. Die Noddle war eine der ersten erfolgreichen Bitcoin-Full-Node-Boxen. So, also ein kleiner Computer, den du bei dir daheim anstecken kannst, ohne Bildschirm, ein kleiner Server quasi, um dann hier deine eigene Bitcoin-Full-Node, deinen eigenen Block Explorer, BTC Pay Server und so weiter laufen zu lassen. Ja, und auch wieder hier, ne, wenn du deine Bitcoin-Full-Node in irgendeinem Datenzentrum bei irgendjemand anders auf dem Computer laufen lassen kannst, kann diese Person natürlich den Computer ausstellen, ja, oder die Software, die auf dem Computer läuft, verändern. Ja, das heißt, um eben hier auch fundamental sicher zu sein, gegenüber einem Serverdienstleister muss man eben selber den Server betreiben. Und das macht sowas wie Noddle eben sehr einfach. Die Cold Card dann ist eine Bitcoin-Hardware-Wallet. Das heißt, ein separater kleiner Computer, designt ausschließlich dafür, dass Bitcoin private Schlüssel generiert werden, gespeichert werden und genutzt werden, um eben Transaktionen zu signieren.
aber in einer Art und Weise, dass eben der Computer nicht mit dem Internet verbunden werden kann, und eben kein E-Mail-Programm, kein Internet-Browser-Programm und so weiter darauf läuft, sondern ein sehr kleine Codebase, eine sehr kleine Speicherkarte, so dass eben die privaten Schlüssel so sicher wie möglich aufbewahrt werden. Und Wasabi Wallet ist dann eine Bitcoin Wallet, die auf dem Laptop läuft, wo du dich eben zum Bitcoin-Netzwerk verbinden kannst, deine eigenen privaten Schlüssel generierst, und herausfindest, wie viel Geld du denn auf den privaten Schlüsseln hast, und du dann das Geld auch ausgeben kannst. Aber der Punkt von Wasabi Wallet ist es eben, die Privatsphäre bzw. die Anonymität von Bitcoin fundamental zu verbessern. Das heißt, dass niemand weiß, welche Adressen dir gehören, ja, oder welche Zahlungen du machst. Ja, und da ist Wasabi, ich sage mal, das erste und aktuell fast, ja, okay, nicht mehr das einzige, aber bei weitem das erste Wallet-Projekt, wo die Privatsphäre holistisch gelöst hat. Ja, vor allem jetzt mit der neuesten Version von Wasabi 2.0, würde ich sagen, dass Bitcoin zusammen mit Wasabi dir eine bessere Privatsphärengarantie gibt als Monero zum Beispiel. Ja, und das ist ein sehr gigantischer Fortschritt, dass dieses Team eben 2018 damals geleistet hat und bis heute auch noch im Research und Development sehr aktiv ist. Also das sind auch nur ein paar von den Projekten, die ich unterstützt habe, einfach mit allem, was ich kann. Ne? Das heißt nicht programmieren, aber alles andere. Und es gibt sehr viel alles andere, was man in Free-Software-Projekten machen kann. Ja, und ja, das Schöne bei Free Software ist ja auch, man muss das nicht nur bei einem Projekt machen, sondern man kann bei vielen Projekten dazustoßen und unterstützen. Und jedes Projekt wird sehr glücklich und froh sein, wenn ein neuer Mitstreiter mit dazukommt. Und wie war jetzt da deine Unterstützung? Hast du da beraten, kritisiert, kontrolliert, verbessert, Genau. Konzeption? Konzeption, Research, psychologische Unterstützung und ja, so ziemlich alles, was es gibt. Mhm. Also Wahrscheinlich auch allen Marketing, voran. gehe ich da richtig in der Annahme. Ja, genau, Marketing, Dokumentation geschrieben, Erklärvideos gemacht, Nutzer geholfen, in Person oder digital Beratung gemacht und so weiter. Also es gibt so unglaublich viel zu tun, außer das Programmieren an diesen Free-Software-Projekten, also dass es alles andere als langweilig ist. Ne? Da können wir ja vielleicht Aber auch noch mal, da können wir vielleicht auch noch mal ein paar andere Interviews machen zum BitPay-Server und zu Coldcard und von mir aus auch zur Wasabi Wallet. Was hältst du davon? Können wir das ja ein klar, sehr andermal gerne. machen? Ja, gerne. Gut, Ralf, du wolltest die nächste Frage stellen? Ja, ich wollte die Frage stellen, nur Free Software ist ja nur so eigentlich, dass man dafür nicht bezahlt wird. Es sei denn, dass dafür irgendwie Grenzen aufgerufen sind, die Sponsoren geben oder Firmen geben. Kannst du dich mit der Tätigkeit für Bitcoin oder im Umfeld von Bitcoin, ist das für dich hin- und ausreichend, dass du davon gut leben kannst? Oder hast du da noch etwas anderes im Hintergrund? Also am Anfang auf jeden Fall nicht. Ne? Ich habe das nicht getan, um Geld zu verdienen, weil mir eigentlich klar war, dass wenn wir das Geld reparieren und eine freie Marktwirtschaft global haben, dann wird jeder von uns so unverschämt reich werden, weil wir eben ja durch den freien Handel so viel Wert erschaffen, dass es fast unbeschreiblich ist. Ne? Das heißt, in einer Welt, wo Bitcoin und andere Freiheitstechnologien global funktionieren, dann sind wir alle ja sehr reich und man muss sich nicht mehr ums Geld kümmern, sozusagen. Ja? Natürlich sind wir noch weit davon entfernt und dementsprechend macht es auch sehr viel Spaß, mehr Bitcoin zu verdienen. Ja? Und das hat dann langsam aber stetig eben zugenommen, so dass ich dann bis 2019 oder dann mein Fiat-Job gekündigt habe und vollständig und ausschließlich für Bitcoin arbeite. Ja, und seitdem funktioniert das auch wunderbar gut. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich um einiges mehr Geld verdienen würde, wenn ich in der Fiat-Welt bleiben würde. Ja, aber wie gesagt, mir ist die Freiheit unbeschreiblich viel mehr wert als der Verdienst.
Welche, außer neben Wasabi jetzt, welche Projekte, wenn du die in einer dir selbst wichtigen Reihenfolge priorisieren würdest, welche der Projekte, die du neben Wasabi sonst noch unterstützt, sind dir beginnend mit den wichtigsten, ja, dann die eben von der Wichtung her die wichtigsten? Kannst du das noch erklären? Ja, sehr schwierige Frage, ne? Aber ein paar der wichtigen sind zum Beispiel BISC. Das ist ein dezentraler Exchange, ne? Eine Handelsplattform, wo man eben Peer-to-Peer traden kann. Mit einer gigantischen Lösung, wo Diebstahl sehr schwierig gemacht wird, fast, beziehungsweise fast unmöglich. Ne? Im Sinne von Multisignaturen wird hier verwendet. Ein anderes bahnbrechendes Projekt ist zum Beispiel Join Market. Das ist so ein bisschen der Vorreiter vor Wasabi Wallet, das auch, sagen wir mal, versucht, anonyme Bitcoin-Transaktionen zu ermöglichen. Aber im Gegensatz zu Wasabi, das eben in einem sehr dezentralen Modell tätigt. Und dieser dezentrale Aspekt ist unglaublich wichtig, dass es eben keine zentrale Partei gibt, die ausgeschalten werden kann. Und um dann das System zu brechen. Es ist ein offenes und freies Protokoll. Dementsprechend sehr, sehr interessant. Das Lightning-Netzwerk ist eine gigantische Lösung, um eben die Skalierbarkeit von Bitcoin zu erhöhen und auch die Privatsphäre von einzelnen Zahlungen. Und hier gibt es eben verschiedene Full-Node-Implementationen oder User-Interfaces, die alle eben sehr wichtig sind. Ja, was gibt es denn dann noch alles? Auch, ich sag mal, im Research-Bereich gibt es sehr viele interessante Themen, wie zum Beispiel State Chains. Ja, das ebenfalls eine Second Layer Zahlungsmöglichkeit ist, oder die Mercury Wallet zum Beispiel macht das, oder dann CoinSwaps, eine, sage ich mal, Alternative zu CoinJoins. Das sind so, also CoinJoins und CoinSwaps sind die zwei fundamentalen Privatsphärenlösungen für Bitcoin. Bei CoinJoins brechen wir Transaktionshistorien, und bei CoinSwaps tauschen wir die Transaktionshistorien aus. Diese zwei fundamentalen Lösungen. Das Payjoin-Protokoll ist ebenfalls sehr interessant. Ein Coinjoin zwischen dem Händler und dem Käufer. Dass diese zwei Leute zusammenarbeiten, um gemeinsam eine Transaktion zu bauen, die eben Privatsphären Vorteile hat. Ja, wie gesagt, die Liste ist sehr lang. Es gibt wirklich zahlreiche faszinierende Protokolle. Ah ja, im Sinne von DeFi sind auch die Discrete Lock Contract Protokolle unglaublich interessant. Na, hier haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel Derivate zu bauen. Na, dass wir hier Preisderivate und so weiter im direkt ohne Mittelsmann und ohne Gegenparteirisiko aufbauen können. Na, also das ist in der klassischen Finanzwelt, jedes Derivat hat ein Gegenparteirisiko. Ja, bei den Discrete Lock Contracts können wir Derivate bauen mit absolut null Gegenparteirisiko. Ja, das ist eine bahnbrechende Errungenschaft, die möglich ist mit sehr cleverer Kryptographie, den Adaptorsignaturen zum Beispiel. Ja, also wie gesagt, im Bitcoin-Bereich gibt es fast unzählbare, tolle, interessante Projekte. Und ich hätte gerne mehr Zeit im Tag, um denen auch alle noch mehr zu unterstützen. Ah ja, eins, das noch sehr wichtig ist, das Noster-Protokoll. Ja, das ermöglicht, ich sage mal, die dezentrale Kommunikation. Ja, hier können wir Nachrichten und anderes Zeug hin und her schicken. Und das ist mit privaten Schlüsseln authentifiziert, und repliziert auf vielen Servern, so dass es eben zu einem offenen und freien und fast unaufhaltbaren Kommunikationssystem führt. Ja, die Liste ist endlos, ne? Ja, und bloß man muss sich ja fokussieren, weil man sagt, irgendwas begrenzt dich. Und dieses, jetzt ist es eben die Zeit, ne? Die können wir auch mit Bitcoin eben noch nicht gehen, ne? Noch nicht. Aber wer Noch weiß. nicht. Der Ralf hatte eigentlich gesagt, na, dass du mal so eine Hitliste machen solltest von den Produkten und von den Projekten. Du hast jetzt noch viele weitere aufgezählt, alle interessant. Was waren jetzt, sagen wir mal, so die Top 3 oder Top 5 der Projekte? Ganz kurz. Ja, sehr, sehr schwierig. Dann würde ich sagen, die Wasabi Wallet, BISC, die Cold Card, Noster
Und was packt man noch als fünftes darauf? Wahrscheinlich der BTC Pay Server. Ja. Und halt eben all diese Dinge zusammen sind ein holistisches Geldsystem, das unaufhaltbar ist. Ja. Also diese Produkte zusammen sind ja, bahnbrechend. Ja. Jetzt haben wir eine ganze Reihe zu deinen Bitcoin-Projekten und zu dem Kaninchenbau geredet. Was hältst du von anderen Kryptowährungen? Ich glaube, zu einem ganz großen Punkt ist es Abzocke und Zeitverschwendung. Ja, vor allem, wenn wir uns hier um Geldtoken unterhalten. Die Geldtheorie hinter dem absoluten Großteil dieser Token ist ja fast schon kriminell. Ja, dass die Gründer eben sich einen Großteil der Geldmenge von Anfang an zuschreiben, oder dann eben die neu gedruckte Geldmenge sich zuschreiben. Wo die Gründer Kontrolle über die Regeln des Geldsystems haben und sie jederzeit ändern können. Ja, das sind alles Aspekte, die mit dem absoluten Großteil der alternativen Geldwährungen zusammenhängen. Zum Beispiel auch mit Monero. Ja, in Monero gibt es so die Regeln, dass alle 6 Monate die Regeln gebrochen werden. Ja, wenn das die Developer für nötig drauf halten. Ja, und das hat Vorteile. Im Sinne von, man kann schnell iterieren und Probleme lösen und tollen Fortschritt machen. Auf der anderen Seite, die Regeländerung kann auch sehr gerne mal Inflation sein, ne? Oder das Geld von anderen klauen. Und das ist oft passiert, ne? Bei Monero, bei Ethereum und so weiter. Das heißt, leider sehr viel Abzocke. Und ich glaube, viele Leute werden hier einfach vors Licht geführt, im Sinne von, dass es hört sich alles so toll an und es ist so modern und das ist ja noch besser als Bitcoin und es hat die Chance, ganz groß zu werden. Ne? Und jeder geht eben mit der, sag mal, Geldgier als erste Priorität an dieses Projekt hin. Ja? Und das macht eben den Raum auf für, ich sag mal, Abzocker. Ne? Das heißt natürlich nicht, dass jedes Projekt schlecht ist. Und für mich ist das eines der größten Errungenschaften von Bitcoin, ist der freie Wettbewerb von Geldeinheiten. Ja, dass eben jeder jetzt sein eigenes Geld drucken kann, ja, und mit seinen eigenen Regeln. Ja, und das macht, ja, das schafft einen freien Markt, wo klar es viele Produkte gibt, die ich persönlich nicht haben will. Ja, aber das Tolle ist, dass nicht mal ich andere Leute aufhalten kann, ihr eigenes Geld zu drucken, ne, um das zu vermarkten an andere Leute. Das heißt, hier haben wir zwar, ich sag mal, ein bisschen Chaos, ne, im Sinne von, dass auch schlechtere Projekte sich mittel- oder kurzfristig durchsetzen können. Auf der anderen Seite heißt das aber, dass wir quasi garantiert sind, dass irgendwann eins von diesen Experimenten, ne, auch gut funktioniert. Ja, das heißt, ich persönlich glaube, dass dieses eine Projekt nach wie vor Bitcoin ist. Das ist ja nicht mal die erste Kryptowährung, es ist nur die erste, die auch wirklich langfristig funktioniert. Aber dementsprechend, ne, ich finde super, dass Leute wie mich sich darauf fokussieren können, eben den Bitcoin so weit wie möglich voranzubringen, mit dem Wissen, dass es zig andere Leute gibt, die Innovationen betreiben an anderen Protokollen und Geldeinheiten, die eben auch eine Chance haben, sich durchzusetzen. Und wie gesagt, Bitcoin ist noch alles andere als final und perfekt und für immer hier. Bitcoin ist meiner Meinung nach wie vor ein Experiment und kann auch sehr schnell in die Hose gehen. Dementsprechend ist es eben ja, essentiell wichtig, dass es andere Leute gibt, die an anderen Protokollen und Projekten arbeiten. Wie gesagt, nur Buyer Beware. Im Sinne von, wenn man sich als Privatperson oder Firma eben mit diesen verschiedenen Geldeinheiten beschäftigt, da muss man sich bewusst sein, dass es gigantische Risiken gibt im Geldmarkt. Grundsätzlich ist die Regel, dass nur ein Geld sich durchsetzt, vor allem an einem freien Markt. Und wenn man auf ein schlechtes Geld wettet, dann hat man sehr schnell all sein Kapital verloren. Ja, denn die Netzwerkeffekte im Geld sind enorm stark. Und eine neue Geldeinheit müsste mehr als 10-mal besser sein als Bitcoin, um sich durchzusetzen im Vergleich zu Bitcoin. Das habe ich in meiner sehr, ich sag mal, kurzen und fernen Recherche noch nicht gefunden. Wie gesagt, es gibt ständig neue Kryptowährungen, die sehr viel
Möglichkeiten aufmachen, wie ich mich mal kenne, wie das Projekt, das du vorhin halt genannt hast. Von dem her, wie gesagt, ich bin da genauso naiv wie viele anderen. Aber macht auf jeden Fall mal gut Gedanken und gut Recherchen, ob es hier wirklich andere Projekte gibt, die sich langfristig durchsetzen können im Vergleich zu Bitcoin. Ja. Vielen Wobei ich natürlich unterscheide zwischen Kryptowährung und Kryptoasset. Ne? Kryptowährung ist was Richtung Geld und Kryptoasset sind irgendwelche Token. Ja, genau. Ne? Hier auch ein sehr, sehr wichtiger Unterschied. Ne? Es gibt in diesem Markt Sachen, die sehr ähnlich sind wie Aktien, Sachen, die sehr ähnlich sind wie Schuldscheine, Dinge, die sehr ähnlich sind wie Derivate etc. Und all diese drei Kategorien sind fundamental anders als Geld. Ne? Und ich persönlich habe mich auch in der Vergangenheit sehr viel mit Projektfinanzierung beschäftigt und finde das Thema sehr, sehr, sehr interessant. Was ich nur realisiert habe, ist, dass Projektfinanzierung ist schön und gut, aber ein gutes Geld ist das viel fundamentalere Problem. Ja, im Sinne von, zuerst müssen wir das Geld reparieren und danach können wir uns über die Projektfinanzierung reparieren. Beides ist super wichtig, aber es hat hier eine gewissen Reihenfolge, die, glaube ich, eingehalten werden muss. Ja, und dementsprechend ist mein Fokus sehr radikal auf dem Geldsystem. Und da ist Bitcoin meiner Meinung nach das Beste. Ja, aber das heißt eben auch, dass ich im Bezug zu DeFi sehr, sehr wenig informiert bin. Und es da sicherlich einige Projekte gibt, die wahnsinnig toll sind. Muss ich nochmal einhaken? Ralf, du musst noch einen Moment warten. Zwei Fragen habe ich noch. Die eine, kann man auch sagen, wir müssen das Geld reparieren, um dann die Welt reparieren zu können? Ja, durchaus. Ja, also Geld ist so eine fundamentale Technologie, dass wenn sie schlecht ist, sie Einwirkungen auf alles hat. Ja, also wie gesagt, wenn Geld inflationiert werden kann, vor allem das, oder es gestohlen werden kann oder überwacht werden kann, ich sag mal, als zweite Wichtigkeit, dann heißt das, dass wir Fehlinvestitionen und Überkonsum betreiben. Und zwar nicht nur in einem lokalen Segment der Ökonomie, sondern global. Ne, jeder Unternehmer investiert aktuell in Projekte, die fundamental nicht profitabel sind. Jeder Unternehmer ist gerade dabei, Kapital zu verbrennen. Ne, wortwörtlich. Ne, wir zerstören einen riesigen Anteil des Wertes, den wir geschaffen haben in den letzten Tausenden von Jahren. Ne, und das hat eine gravierende Auswirkung. Auf der anderen Seite, mit einem guten Geld, wo eben Unternehmer vor Augen gehalten werden, ob sie denn profitabel sind oder nicht. Und zwar nicht nur in der Fiat-Fiktion, dann führt das dazu, dass wir auf einmal richtige Probleme lösen können. Ja, und das im Sinne von ja, effizient und ohne, ich sag mal, Schmutz oder ohne Wucher. Ganz viele von den Problemen, die man heutzutage sieht, ja, und das geht von, ich sag mal, dem Plastikmüll bis hin zum Umweltschutz und der Erziehung von Kindern sehr schwerwiegende Probleme, glaube ich, können zurückgeführt werden darauf, dass Unternehmer und Privatmenschen abgezockt werden, ne, und hinters Licht geführt werden von einem schlechten Geldsystem. Das heißt, mit einem guten Geldsystem, wo Unternehmer auf einmal dann richtig arbeiten können und Privatpersonen auch richtige Konsumentscheidungen treffen können, die dann wirklich auch ihren Werten widerspricht, dann sieht die Welt auf einmal sehr, sehr, sehr anders aus. Ja, und ich glaube, ne, selbst Probleme wie die Politik und so weiter sind sehr, sehr, sehr zweitrangig im Vergleich zum Geld. Ja, wenn wir gutes Geld haben, sind die Politiker so viel weniger machtvoll, ja, das ist fast unbeschreiblich. Dementsprechend glaube ich, zuerst das Geld reparieren und dann können wir danach na, all die anderen großen Probleme der Welt versuchen zu beseitigen. Haben wir ein gutes Geldsystem? Nein. Also aktuell, außer Bitcoin, nein. Und Bitcoin Ja, ist, ich sage mal, wahrscheinlich, ist Bitcoin ja noch ist ja nicht ein mal auf Geld. offizielles Zahlungsmittel in einem einzigen Land, in El Salvador. Ich meine, was die Politiker als offizielles Zahlungsmittel definieren, ist mir relativ bums. Was für mich wichtig ist, ist, wollen Händler dieses Gut akzeptieren im Austausch für die Güter, die sie anbieten? Und hier ist der Dollar global gesehen das Geld. Das ist mit Abstand das liquideste
Zahlungsmittel, das so ziemlich jeder Unternehmer haben will. Ja, egal wo du bist, mit US-Dollar, Bargeld kannst du überall bezahlen. Wobei, da muss ich sagen, das bröckelt gerade. Guck dir die BRICS-Staaten an oder auch der sogenannte Petrodollar. Genau. Saudi-Arabien und China wickeln jetzt das in Renminbi ab. Also da ist gerade eine Riesenveränderung oder beginnt. Sie beginnt. Nichtsdestotrotz wird auf eine gewisse Zeit der Dollar schon ein Hauptzahlungsmittel international bleiben. Das ist ohne Frage. Und ich sag mal, der ist ja auch hinterlegt mit einer entsprechend starken militärischen Macht. Die wird schon dafür sorgen, dass da einiges noch einige Zeit der Dollar stark sein wird. Aber Bitcoin wird immer stärker. Stand jetzt Nummer 12 aller Assets, die es überhaupt gibt in der Reihung. Ja. Ganz genau. Ne? Also es gibt global, ich meine, wenn man es mal ganz großer Makroebene anschaut, gibt es global kein Geld, ne? Weil es eben ja einen großen Kampf gibt zwischen verschiedenen Fiat-Assets, die eben aufgezwungen wird, den Bürgern sie zu nutzen. Ne? Und in China wird ja ein anderes Geld aufgezwungen als in Indien, als in Brasilien, als in Europa, als in Amerika. Ja? Und das heißt, wir haben eben, dadurch, dass wir keinen freien Markt haben, hat sich kein Geld wirklich etabliert. Ja, und das ist ein Wahnsinn. Denn jetzt sind wir wieder zurück im Sinne, dass man muss zwei verschiedene Güter tauschen und es gibt kein Geld. Und das heißt, wir haben nicht mal gute Preise. Ja, weil nur wenn man mit Geld handelt, hat man auch einen Preis. Und nur mit einem Preis können wir unsere Ressourcen auch richtig allokieren. Ja, das heißt, es ist ein ganz fatales Resultat der politischen Interventionismus aktuell, dass es eben so viele verschiedene Währungen gibt und sich eben nicht eins rauskristallisiert hat. Ja, und ich hoffe eben, dass Bitcoin das fundamental löst, ja, auf langfristiger Ebene gesehen. Aber das wird ja sicherlich noch einige Jahrzehnte dauern, bis Bitcoin sich als das Geld durchsetzt. Aber auf Mikroebene, wenn man in Deutschland lebt zum Beispiel, dann ist der Euro ganz klar Geld. Ja, weil jeder Unternehmer in Deutschland will den Euro haben. Ja, und gleich ist es aber auch mit Bitcoin. Ja, also ich bestreite mein ganzes Leben mit Bitcoin. Ich werde bezahlt mit Bitcoin, ich zahle meine Angestellten mit Bitcoin, ich kaufe meine Flüge mit Bitcoin, ich kaufe meine Essen mit Bitcoin etc. Ja, das heißt, für mich ist Bitcoin mein Geld. Ja, nur bin ich eben nicht die globale Geldwirtschaft, sondern nur ein kleiner Unternehmer, der rumrennt. Aber zumindest für die Leute, die gutes Geld haben wollen, die können es bereits seit 2009 nutzen. Ja, und inzwischen ist es sehr komfortabel zu nutzen. Jetzt gibt es ja immer neue, ich sag mal, das Fiat-Geld und Bitcoin verweben sich ja immer mehr. Jetzt sind ja auch bald Bitcoin-ETFs zugänglich. Was denkst du, wie lange wird es noch dauern, bis die SEC, also die Securities and Exchange Commission der USA, die ersten Bitcoin-ETFs wirklich freigibt? Gute Frage und keine Ahnung und interessiert mich auch nicht so sehr, weil ein Bitcoin-ETF ist eben nicht Bitcoin. Ja? Es ist nicht bares Geld, sondern es ist ein Anspruch auf Basisgeld. Ja, man kann einen ETF halten und dieses Derivat hat eben die Preisschwankungen von Bitcoin im US-Dollar gemessen. Aber das ist auch so ziemlich das Einzige, was es hat, das Bitcoin widerspiegelt. Ja, man kann es nicht selbst verwahren. Man kann es nicht versenden an jede Person, die es haben will, etc. Und es kann auch natürlich hier zu Inflation des Geldzertifikates führen. Ja, dass zum Beispiel BlackRock mehr ETF-Anteile ausgibt, als sie eigentlich Bitcoin in der Verwahrstelle haben. Ja, das heißt, all diese Probleme hat man nicht, wenn man Bitcoin direkt als Basisgeld selber nutzt. Ja, Derivate sind schön und ETFs haben auch oder genießen sehr viel Liquidität. Das heißt, falls es diesen ETF kommen würde, wird das sicherlich einige Leute kaufen, ne, und dementsprechend wird es höchstwahrscheinlich den Preis nach oben drücken. Aber wie gesagt, es ist halt nicht Bitcoin per se. Ja, das heißt, ich als Geldtheoretiker interessiere mich für Geld, ne, für Basisgeld und nicht für einen Anspruch auf Basisgeld, was ein ETF ja bedeutet. Unser Podcast nennt sich ja Defi.jetzt. Ist Bitcoin deiner Meinung nach ein Defi-Produkt? Ich glaube, man könnte eher sagen, ein Demo-Produkt, ne? Dezentrales monetär Gut, ne? Oder dezentrales Geld. Das ist wahrscheinlich eine präzisere Beschreibung.
Weil, wie gesagt, die Finanzen, hier geht es um Aktien, Schuldscheine, Derivate und so weiter. Und Bitcoin ist eben nichts davon. Ne? Bitcoin ist Basisgeld, ein Gut ähnlich wie Gold. Ne? Und aber im Sinne von, es wird eben definiert und verifiziert und wird gesetzt von jedem Endnutzer in einem dezentralen Peer-to-Peer-Netzwerk. Also, dass es keine einzelne Partei gibt, die, wenn man sie ausschaltet, das Geldsystem mit sich ja, ins Nichts zieht. Das Risiko der Bitcoin-Betreiber ist sehr dezentral. Ne? Jeder Händler, jeder Halter, jeder Full-Node-Betreiber ist ein essentieller Teil im Netzwerk. Ne? Sodass, wenn eine Person davon wegfliegt, gibt es das Geldsystem nach wie vor. Ja? Und das ist eine bahnbrechende Errungenschaft. Ne? Dezentrale Finanzen, ja, sag ich mal, ist vielleicht ein Überbegriff, wo dezentrales Geld darunter steht. Ja. Und in diesem Aspekt, ja, Bitcoin ist ein dezentrales Finanzprodukt. Ja, und ja, vielleicht das Einzige, aber glaube ich inzwischen auch nicht mehr. Ja, also es gibt eben sehr viele dezentrale, ja, Aktien, Schuldscheine, Derivate und so weiter, die inzwischen auch liquide gehandelt werden. Das heißt, Bitcoin wahrscheinlich eins der ersten, aber inzwischen auch nicht mehr das einzige, der DeFi-Produkt. Ich habe hier so ein Buch veröffentlicht, Dezentrales Geld, ne? Schon eine zweite Auflage. Dezentrales Geld. Und Bitcoin ist ein dezentrales Geld und somit halt auch Teil von dezentralen Finanzen und somit auch ein Produkt der dezentralen Finanzen. Ein anderes dezentrales Geld ist erschreckenderweise jetzt im positiven Sinne Gold. Gold und Silber sind auch dezentrale Gelder. Sind zwar nicht digital, sind auch nicht kryptografisch, aber sind auch dezentral, weil sie dezentral geschöpft und auch dezentral gehandelt werden. Ne? Könnte man natürlich auch die Frage stellen, sind Gold und Silber DeFi-Produkte? Ich sage mal, im Meatspace ja, ne? Also in der physisch realen Welt durchaus. Allerdings, ne, das Problem ist, dass wir in den letzten 20, 30 Jahren uns sehr viel mehr im Cyberspace bewegen, das heißt im Informationsraum. Ja? Und sobald wir im digital eben Gold hin und her schicken wollen, ist es nicht mehr dezentral, ja? Sondern es gibt eine zentrale Verwahrstelle, die den Barren Gold hat. Und dir ein digitales Zertifikat, ein Anspruch auf das Basisgeld, das physische Gold schickt. Ne? Und dann kannst du eventuell diesen digitalen Anspruch versenden zu anderen Leuten. Ne? Aber dieser digitale Anspruch bezieht sich auf eine einzelne Person, ne? Auf eine einzelne Verwahrstelle. Und wenn diese einzelne Verwahrstelle ausgeschaltet wird, ne? Jemand klaut das Geld physisch oder jemand hackt den Computer und löscht das Zertifikat, dann hat man ein Problem. Das heißt, Gold, physisch gesehen, ja, es ist dezentral, aber im Cyberspace würde ich sagen, ist es nicht. Ne? Und deswegen ist Bitcoin so radikal interessant, ne? Weil es ein dezentrales, digitales Geld ist. Und das ist halt was, was wir eben mit Gold leider nicht schaffen können. Ne? Das heißt, Gold ist das beste Geld im Meatspace, ja? Und Bitcoin das beste Geld im Cyberspace. Ja, interessanter Aspekt. Du hattest ja vorhin ganz kurz schon erwähnt, ja, es könnte Jahrzehnte dauern, bis Bitcoin sich durchsetzt oder bis das Geld repariert ist oder bis es ein Geld ist, was nicht mehr repariert werden braucht. Was ist deine Meinung? Jahrzehnte? Sind das 2 Jahrzehnte, 1 Jahrzehnt? Sind das 12 Jahre nochmal oder nochmal 15? Wenn das Fiat-Geldsystem, welches ja schlecht ist, was derzeit existiert, welches dann vielleicht bald ist, naht sich ja der Zusammenbruch wahrscheinlich. Deswegen arbeitet man ja auch fieberhaft an diesen schändlichen Zentralbank-Digitalbank-Währungen oder zentralen Digitalbank-Währungen, genannt CBDCs. Also was ist deine Einschätzung? Bis wann wird Bitcoin sich durchsetzen? Ja, ich sehr, sehr schwierig zu sagen. Ne? Also eine ähnliche Frage wird Ökonomen oft gestellt: Mit wann kommt denn die Finanzkrise? Ne? Wann kommt der Bust? Und die Österreicher sagen dort immer: Ich kann dir genau beweisen, dass es den Bust geben wird, aber ich kann dir nicht beweisen, wann er kommen wird. Ne? Und ich glaube, das Gleiche kann ich auch über Bitcoin sagen. Ich kann logisch sehr klar aufzeigen, dass Bitcoin langfristig, ne, sich durchsetzt. Aber wann das denn passiert,
Das weiß ich wirklich nicht. Also ich sage mal, im fast schon schlimmsten Fall sind es 3 Jahre, ne? Und im anderen Fall sind es dann eben wahrscheinlich 30, vielleicht 50, vielleicht ein paar hundert. Es ist sehr schwierig zu sagen und es hängt eben auch mit sehr vielen Dingen zusammen. Eins ist aber auch sicher, ne, dass die politische Intervention in den nächsten paar Jahren um einiges schlimmer wird, als sie zuvor war. Ja, und politische Intervention ist der größte Marketing Treiber für Bitcoin. Ja, denn je mehr Leute unterdrückt werden, je mehr es von Leuten geklaut wird, desto mehr werden sie versuchen, sich zu verteidigen. Und Bitcoin ist die beste Verteidigung gegen den Diebstahl und die Sklaverei, die aktuell von den Politikern ja aufgezwungen wird. Ja, und dadurch, dass die Politiker eben meiner Meinung nach nicht aufhören werden, versuchen von jedem so viel wie möglich zu klauen, kann es durchaus sehr gut sein, dass es in ein paar Jahren bereits einen Schlag macht. Und dann, so wie die Sowjetunion innerhalb von ein paar Wochen gefallen ist, dann auch das Fiat-System innerhalb von ein paar Wochen fallen wird. Ja, das kann sehr schnelle Dominoeffekte geben oder das drängt sich auf, da gebe ich dir recht. So, wir danken dir heute für das Zuhören. Bleib gespannt, wie es in der nächsten Folge mit den Antworten von Max Hillebrand weitergeht. Also, bis dann. Tschüss.